Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Agatoto, beim Clan, ja, Tirol 1809. Ich bin immer noch hier mit meinem Rathaus 10 Account und ja, so ein bisschen das März-Update verspricht ja einiges und ihr habt ja zumindest in einem kurzen Video gestern von mir die Clanspielneuerung zumindest mitbekommen und auch dort das, was es dann an Runen und so weiter gibt. Es ist ja so ein Händler in Frage gestellt, beziehungsweise was bringt dieser Händler eigentlich? Und ja, letztendlich habe ich heute Abend mal gescherzt, Money, Money, Money. Ja, er bringt natürlich Money, Money, Money für die Firma Supercell, denn einiges wird käuflich zu erwerben sein. Aber wir analysieren mal diesen Angriff hier, ob der nach dem Update auch noch so gut klappen wird, wie er mir hier eigentlich gelungen ist. Also kleines Kill-Squad mit einem Golem vorweg, ein paar Bolern hinterher und Queen und King im Gepäck. King latscht allerdings schon außenrum, ist aber nicht so schlimm, denn ihr kennt diese Base sicherlich. Ich hatte die auch mal als Rathaus 10er und die hat mal nie wirklich gut gehalten. Und seitdem die Hogs eigentlich relativ stark sind, ja, kannst du so eine Base hier sehr, sehr gut mit Hogs machen. Also, was eigentlich genervt ist, beziehungsweise was verbessert wurde, ist, dass der Schaden, glaube ich, ich muss das gleich selber noch mal ein bisschen genauer nachlesen, von dem Magiertürm etwas reduziert wurde. Dafür wurden am Inferno-Turm ein paar Anpassungen gemacht, also Single Inferno, Ulti Inferno. Und ihr seht das hier, ich hatte auch echte Probleme. Der Drachen, der wollte einfach nicht weggehen. Eieiei. Und so ein Drachen ist natürlich für Hogs Gift und auch so ein Loon ist eigentlich für die Hogs hier Gift. Und ich musste mich jetzt irgendwie gegen diesen einen Ballon hier noch wehren. Also hier unten noch ein Lucky gesetzt und der nimmt sich glücklich. Und die beiden nehmen sich hier glücklicherweise des Ballons an. Ich meine, er hätte mir wahrscheinlich aufgrund der Zeit und der Schnelligkeit dieser Hogrider nicht den Angriff vermiest, aber die beiden haben das mal eben erledigt. Habt ihr gesehen? Puh, Glück gehabt. Glück gehabt bei diesem Angriff hier. Und schön, 3 Sterne. Ihr habt es ja gestern gesehen. Wir haben den Clankrieg zwar verloren, aber trotzdem haben wir hier natürlich gut gekämpft, gut dagegen gehalten. Alles nicht so tragisch. Wir kämpfen einfach weiter und ich hatte ja auch gesagt, dass ich erstmal in diesem Clan hier bleibe mit meinem Rathaus 10 Account, denn der muss auch ein bisschen was tun und immer dann die Fronten wechseln, ja, ist auch doof. Also bleibe ich erstmal hier und ich habe mich auf jeden Fall gefreut heute Abend über die Stimmen hier im Clan-Chat, dass das Video hier aus Tirol gut bei euch ankam. Hat mich natürlich super gefreut, dass ich genau das Richtige aufnehme, denn ich habe auch heute Abend mal geschrieben, ich bin eigentlich immer selbst mein größter Zweifler, wenn ich aufnehme. Wenn ich aufnehme und etwas dann schneide, dass ich sehe es dann ja nochmal und denke, ah, ist das das Richtige gewesen und kannst du das eigentlich machen? Muss es noch irgendwo beschnibbeln oder muss es noch irgendwo anders so ein bisschen bearbeiten? Aber ich glaube, so wie ich es hier nach wie vor, glaube ich, rüberbringe, ist das recht authentisch. Also das ist ja letztendlich auch mein Clash of Clans Leben. Also ja, mal gucken, ob so ein Angriff nach dem März-Update hier noch genauso funktioniert. Und ich weiß, ihr habt schon alles woanders gelesen. Ich habe es mir noch nicht so richtig wirklich stark durchgelesen. Also es gibt auf jeden Fall, was mich sehr, sehr freut, Packer Balancing. Der Packer ist nun auf Level 4 für Rathaus 9. Baubar und auf 10, also instead of Town Hall 9, vorher war er auf Town Hall 10, vorher war er auf 10 verfügbar, jetzt auf 9, freut mich natürlich, ich sehe das mal jetzt aus meiner Brille, für meine RH9 Accounts freut mich das, Packer hier auf Level 4 zu bringen, auf Level 6 ist er nun erhältlich auf Rathaus 10 und natürlich 11, ja, auf Level 7, also na, da, ich hab den überall maxed. Mit diesem Account allerdings erst in so ein paar Tagen, macht aber nichts, ist, denke ich, nach wie vor, ist eine coole Truppe. Finde ich auch gut, dass sie sich genau diese Truppe vorgenommen haben, denn sie halten natürlich auch dagegen. Das sehen wir gleich, also Inferno Tower, Balancing, der Multimode wurde etwas increased, das heißt also, er macht etwas mehr Schaden demnächst, wenn er auf Multimode steht. Es ist moderat, aber es ist etwas. Das darf man nicht verkennen und der Single Mode Damage ist auch balanced worden. Allerdings nicht in der Stärke, sondern in der
Stärke der Vollaufladung um genau eine Sekunde. Also er braucht ein bisschen länger, bis er auf Max dann durch ist und wirklich seinen vollen Schaden raushaut. Das haben wir eben schon gehabt. Wizard Tower macht etwas weniger Schaden, auch nur auf Wizard Tower Level 9. Und was natürlich den Packer Walk oder auch alle, die irgendwo Packers benutzen, dagegen entgegenwirkt, sind natürlich die Traps hier, vor allen Dingen das wird wahrscheinlich nur den Rathaus Level 11 betreffen, also Skelettfalle, Riesenbombe, die Bombe und auch die Luftbomben werden ein Level hochgehen, das wird dann nur die RH11er betreffen und ja, das ist sehr, sehr cool. Also alle können jetzt auf Level oder auf Rathaus Level 11 alle Mauern endlich machen. Einigen höre ich immer noch nölen, oh, viel zu wenig Mauern, ich habe viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Ressourcen. Jetzt nicht mehr, aber man kann natürlich die Mauern so ein bisschen schneller machen, das werdet ihr gleich sehen. Azar ist übrigens, das finde ich sehr, sehr gut, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, ich habe das etliche Male probiert und auch gemacht, die Eisenfaust-Ability vom King, wenn du da richtig noch dahinter Barbaren spawnst und dann erst die Fähigkeit hier zündest, dann waren immer alle Barbaren in dieser Fähigkeit. Das ist ein bisschen genervt, das heißt also nur noch die Barbaren sind in der Fähigkeit, wenn die Ability genutzt wird, die er auch raus spawnt, wenn er sie nutzt, also nicht mehr das Gefüge rundherum. Finde ich eigentlich ganz gut. Früher habe ich mal gedacht, naja, das sind eh nur die Barbaren. Aber wenn ihr es mal getestet habt und habt so 20, 30 Barbaren hinter den King geschickt und habt den dann mal gezündet, da habt ihr gesehen, oh, die gehen ja alle ab ohne Ende. Der Multimortar ist erst available auf TH10, also BH8 wird ganz, ganz klar kommen. Und was ich wirklich nett fand, ist hier der Trader, also der Merch. Der Merch hier im Spiel, also Money, Money, Money. Der allerdings erst auf Rathaus 8 startet, da frage ich mich, warum erst auf 8, denn auch durchaus Rathaus 6, 7 sind in der Lage, etwas Geld auszugeben, denn hier kannst du Sachen kaufen, das habe ich in einem anderen Video gesehen, bei Olli, glaube ich, heute, wo du auch Gems einsetzen kannst und Gems gibt's per Money. Gems gibt's per Money und deswegen verstehe ich nicht, dass sie das erst hier ab 8 bringen, sondern erst ab 9, also hier gibt es Magic Items. Und es gibt auch die Sachen, wo du die 25 Mauern machen kannst mit den Runen. Allerdings brauchst du viel, viel Runen. Und ich glaube, so wie ich es gesehen habe, so ein bisschen 2 Runen kosten immerhin 400 Gems. Also dort im Preview-Video. Das muss nicht so sein am Ende. Aber ich denke mal, irgendwie so wird sich das, ich glaube, das wird sich so ein bisschen einpendeln. Und ihr seht das hier, aktuell nutze ich auch die Packer-Truppe, auch wenn ich einen Airs auf 4 habe, ist das schon ein echter Ruler hier. Und ich nutze ihn hier bei meinem Rathaus 10 vor allen Dingen zum Farmen. Tatsächlich in der Champions League so ein bisschen zum dunklen Farmen. Elex-Farm, ja, den können wir mal mitnehmen. Er hat zwar Multi-Infernos hier, aber mal sehen, was hier auf so einer Base geht. Und mal sehen, was hier auf so einer Base demnächst nicht mehr geht. Muss man auch fairerweise so sagen. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, mache ich eine Ecke? Nein, ich mache keine Ecken. Ich mache trotzdem die Seiten hier erstmal frei. Was habe ich in der Clanburg? Ah, Riesen. Riesen sind tipptopp hier für mich. Und meine Heiler dahinter, jawohl. So sieht das ganz gut aus. Und die können jetzt erstmal die Front. Ich hoffe, sie räumen auch nur die Front. Kann hier nochmal so ein bisschen was rechts und links an den Lager machen, aber jetzt muss es ja mit den Helden auch reingehen. Ja, jetzt sind ja alle auf der Front. Ich nehme hier mal einen Wut mit zur Hilfe. Und wie wir sehen etwas Clanburg hier. Die muss ich mal hart giften hier. Ja, das muss die Queen machen und der Giftzauber. Jawohl, das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Jetzt muss ich eben mal sehen, wo ein bisschen die Reise hier beim Single Inferno hingeht. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ah, der erste ist schon down. Ich zünde mal eben meinen King. Nehme hier die Hawks jetzt mal richtig breit in die Front rein. Die nehmen jetzt zwar ein bisschen zu viel mit. Ich muss gucken, wo hier die Masse hinreitet. Die reitet einfach dahin. Die anderen sind noch ganz gut geschützt. Hier unten die Lakis gesetzt. Jetzt muss ich meine Queen leider schon mal zünden. Das ist natürlich sehr schade. Und wo fliegen die denn eigentlich hin? Ah, die fliegen da zu den Lakis. Eieiei. Die fliegen zu den Lakis, okay. Da ist noch mein King noch, da sind noch die Hawks. Ich heile die hier oben nochmal durch. Die Packer so ein bisschen
Das sieht auch recht geschmeidig aus, so die Bogenschützin hier macht erstmal die Skelettfallen weg. Kann ja nicht sein, dass ich mein Cleanup hier nicht setzen kann. Und dann geht es hier weiter. Oh, das sieht gut aus. Das sieht super aus. Super. Ich denke mal, das wären in jedem Fall, na, wären es 3 Sterne. Mal gucken. Sieht ja noch ein bisschen behender aus hier. Ich kann es euch leider nicht vorspulen. Ist ein Live-Angriff hier von mir. Und mal sehen, Ressourcen. Ressourcen haben wir ihn auf jeden Fall gemopst. Ja, also ich würde gerne... Oh, da hinten habe ich noch Hox am Start, okay. Ich würde gerne eure Meinung hören zu dem Update. Was haltet ihr davon? Findet ihr es in Ordnung? Findet ihr es wirklich balanced, was da kommt? Denn ich finde es schon... Ja, es ist schon ein bisschen balanced. Sie heben jetzt eine Truppe an, heben dazu alle Fallen an, alle Bodenfallen und auch Luftfallen. Und das, ich weiß nicht, ob das schon das Balanced Update ist. Mal sehen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, aber ich freue mich natürlich auch total drauf. Gar keine Frage. Egal mit welcher Rathausstufe ich hier mit den Accounts unterwegs bin und 16 Sekunden noch kommen. Ob ich hier in 3 Sterne einfahre. Ich habe nämlich eins nicht mitgenommen. Ich habe das Clan-Game nicht mitgenommen, weil ich im Moment wirklich... Man guckt ja immer so ein bisschen im Moment in den Clan-Games. Oh, das wird nicht scheiße. Oh, brutto. 98%. Okay. Okay, haben wir aber ganz gut gerockt. Mal sehen. Ja. Und ihr seht das hier im Labor bei mir. 1,5 Tage noch oder 1 Tag, 2 Stunden noch der Packer auf 5. Ich weiß noch nicht, ich weiß ja nicht, wann das Update kommt. Also ich würde natürlich gerne den Packer gleich weitermachen, denn ich weiß, ich glaube, ich weiß, dass der auch dann auf 6 im Rathaus 10 Bereich weiterhin eine coole Truppe ist. Mal sehen, ob ich ihn mache. Muss ich mal gucken. Ich trainiere die eben mal nach hier. Und dann machen wir das... Dann gucke ich mal, ja, wir gucken mal, was sich in den anderen Dörfern getan hat. Im Nachtdorf zum Beispiel, da tut sich ja in jedem Fall BH8 und ihr seht das hier, ich bin BH6 und kriege nach wie vor die BH7er. Wetten? Nein, es ist ein BH6. Oh, ich freue mich. 1, 2, ich zähle mir die Lage. 1, 2, 3, 4. Also der steht mir tatsächlich ebenbürtig gegenüber und dann gucken wir mal, wie wir den machen. Das muss ich euch einfach mal präsentieren, denn ich muss das so ein bisschen, ich will nicht sagen forcieren hier, aber ich muss da so ein bisschen am Ball bleiben. Auch mit dem BH hier, ja, ich weiß. Es ist die Bilderhall, die heiß geliebte Bilderhall von euch und auch von mir, der ich ja nur dort am Rummeckern bin. Aber mal gucken, der Gegner hier ist, ja, ist in etwa gleich stark wie ich. Das passt also. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht macht Supercell ja doch was. So ein bisschen am Balancing hier. 53% haben wir. Jetzt geht es ja allerdings an den Zerschmetterer. Und den kriegen wir. Kann ich nochmal zünden? Oh, ich hätte nochmal zünden können. Shit. Ich habe es gerade so verpasst. Also Zeit war um. Aber meine Bomber machen hier noch einiges. Und gucken wir mal, wie wir hier weiter durchgehen. Auch hier, Leute, tut mir leid, ich kann es einfach nicht vorspulen, aber ich musste jetzt einfach kurz mal eine Nachtdorf-Geschichte machen, denn ich bin wieder wirklich spät. Ich bin super, super spät am Aufnehmen und ich weiß, dass ich habe ja mal wieder alles verpasst. Ja, ich konnte mir die Updates-News nur durchlesen, konnte sie euch nicht bringen. Bin halt ein normales Arbeitstier und wenn du nicht aufnehmen kannst, kannst du halt nicht aufnehmen. Mal gucken, 71% sind hier zu schlagen vom Gegner. Es kommt ja in jedem Fall BA8, das haben wir gestern schon an den Clan-Spielen gesehen, dass man hier BA8 Sachen machen muss und ich glaube, das hat er endlich mit seinen Hexen mal gewonnen. 74, oh, er packt es nicht, Oh. Ah ja, ich werde hier immer mit Hexen überrollt, ihr seht das hier, 6x Level 12 Hexen, etwas stärkere Kampfmaschine, puh. Gerade noch so geschafft. Aber ich finde, man guckt hier trotzdem immer mal wieder so ein bisschen so, was kann ich denn in den Clan-Games machen? Passt das zu meinen Angriffen? Es hätte jetzt sogar gepasst. Ist manchmal auch verwunderlich. 100 Punkte gibt es für 5 Clock Tower in einer Stunde und hier gibt es für 5 Clock Tower in 8 Stunden allerdings nur 50 Punkte. Naja,
Ach, da weiß ich noch nicht, was ich so starte. Wir sind ja aktuell auch im Klankrieg und üben hier so ein bisschen rum. Denn ja, der Clan hier ist ganz gut, was die Siegesserie angeht. Und da will man natürlich am Ball bleiben. Finde ich auch ganz gut. Und ihr wisst es ja, wir haben ja den letzten verloren. Also wollen wir natürlich den nächsten wieder gewinnen. Gar keine Frage. Gucken wir nochmal so einen Übungsangriff von Mario an. Und ihr könnt euch mal Gedanken machen, funktioniert so ein Angriff immer noch nach dem Update, was ja jetzt im März kommt. Der März ist noch lang, er ist ja mal gerade erst angefangen. Und aber ich denke mal, gerade nach den ersten Sneaks, die ja gar keine richtigen Sneaks mehr waren, sondern es waren ja schon Ankündigungen. Also es waren ja schon Ankündigungen, da musste nichts mehr geleakt werden. Das ist ja schon de facto, dass genau sowas kommt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was auf meine Rathäuser zukommt, ob das jetzt, ob sich das derbe positiv auswirkt. Ich denke schon. Ihr habt ja viele Angriffe von mir auch gesehen, von meinen R9ern oder meine Clans kennen das auch von mir. Ich nutze vor allen Dingen den Packer, tatsächlich den Packer, Packer Walk in allen Varianten. Ob das so ein Packer Walk ist mit Heilern oder ich nehme einen Packer mit im Gepäck für so ein bisschen irgendein King oder so. Also mir kommt dieses Update so ein bisschen zugute. Also ich finde es im Moment, so wie es sich liest, absolut in Ordnung. Auch die Bellings-Änderung, klar, im RA11-Bereich musste ein bisschen was geschehen. Im Mauernbereich streiten sich sicherlich die Geister. Wer viele Gems hat, der wird sich die Mauern gemmen. Gar keine Frage, denn für, ich glaube, 25 Runen bekommst du dieses magische Item, das du fünf, oder du bekommst für eine Anzahl von Runen, bekommst du 25 Mauer gelevelt. Und wenn es jetzt nur noch 175 sind, die so ein RH11er eigentlich bis zum Ende machen muss und er hat Gems angespart wie blöde, dann sehe ich hier binnen, na, ich sag mal, weniger Tage einige Bases, die schon die Mauern auch auf Max haben. Also das wird sicherlich kein Problem sein. Und auch mal sehen, 19 Sekunden. Mal gucken, ob der Mario das hier packt auf den Turbo. Also ein bisschen wird hier freundschaftlich gebettelt im Moment. Denn wir schießen uns ein bisschen ein im Moment auf den nächsten CK jetzt. Ihr habt das ja gesehen, dass ich auch wieder dabei bin. Ich werde hier erstmal bleiben. Also auch das Versprechen werde ich leicht einlösen hier. Da kann sich der Clan Tirol 1809 zurücklehnen. Ich werde hier so gut wie es geht unterstützen. Ihr dürft hier nie das Maximum von mir erwarten. Also so nach dem Motto, der Toto gibt hier alles und macht nur 3 Sterne. Nein, ist es nicht. Also der Gegner greift hier sehr moderat an, lässt schon mal ein paar Sterne liegen. Wir sind, boah, hier unten noch gar nicht tätig. 3 Sterne, wo haben wir denn 3 Sterne geholt? Ah, hier haben wir 3 Sterne geholt. Sacksuppe. Sacksuppe, das ist auch ein Name. Naja, wo ich schon mal hier bin und am Aufnehmen bin, wird die Folge halt eine Minute länger. Ich glaube, das stört euch nicht, denn gerade wenn ich so ein bisschen was so halb live vor die Cam bekomme, dann lasse ich einfach mal laufen. Lasse ich einfach mal laufen, denn meine Truppen brauchen jetzt eh so ein bisschen und meine Helden vor allen Dingen beim Weiterfarmen hier mal schauen, was er hier eigentlich gemacht hat. Ah, er hat die Truppen auf jeden Fall mit dem Zauber gemacht, habe ich die Tage schon gesagt. Finde ich wirklich, wirklich gut, wenn jemand den Obelix-Zauber hier nutzt, also den Machttrank. Und hier auch angreift, ja, da hat er ein bisschen Pech mit seinen Mauerbrechern. Letztendlich nehme ich dann immer einen Sprung mit, so nach dem Motto, wenn nichts mehr geht, dann geht ein Sprung. Also gerade Mauerbrecher-Fail ist immer sehr, sehr unglücklich. Oftmals sage ich auch tatsächlich, ich kann Mauerbrecher. Ich glaube, ich glaube, ich kann sie auch wirklich. Aber ich habe trotzdem immer zur Not einen Sprung dabei. Und der Sprung hier war super gesetzt hier. Der Golem ist jetzt in der Mitte und ich hoffe, er hat hier, denke ich mal, auch vieles noch weggetankt. Ah, die sind hier hinten in der Mitte auf dem Päcker. Okay. Ah, ne, die sind auf den Riesen hier. Ah, die sind auf den Riesen erstmal. Die Clanburg-Truppen sind also ein bisschen rausgekommen. Mal sehen, ja. Drache ist gestorben. Coole Sache hier, Sacksuppe. Alter, das sind ja auch manchmal Namen. Da muss ich ein bisschen lachen. Einige haben mir heute Abend gesagt, ja, Toto hat meinen Angriff nicht gezeigt, weil er meinen Namen nicht aussprechen kann. Ja, stimmt. Ich bin ja in einem vorwiegend österreichischen Clan. Und tatsächlich kann ich eure Namen nie richtig aussprechen.
Kein Thema, kann ich nicht, in der Tat. Ich als Turo aus Westfale bin eurer Sprache nur schriftlich mächtig, aber nicht mündlich. Und teilweise schreiben sie ja auch mündlich so, wie man es in Österreichisch, Schweizisch spricht. Und deswegen habe ich da auch meine Probleme. Aber auch den Schmickmaster hätte ich hier natürlich zeigen können. Ihr habt hier alle gut angegriffen, coole Sache. Schöner Angriff hier von Sacksuppe. Und dann waren das hier unsere ersten 3 Sterne hier im ersten Wurf. Ich hoffe, das geht so weiter. Mal sehen, ich plane hier auch mal wieder so ein bisschen was für mich noch vorm Update. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ihr so ein bisschen Update von mir zu spät erfahren habt. Ich bin immer ein bisschen zu spät. Macht aber von meiner Seite nichts. Ich werte das dann so ein bisschen auch aus meiner Brille. Das muss ich nicht mal toppen. Ich trage ja eine. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Echt.